Nein. Ja, Sitan, machst du ganz toll, dass du in Räume reingehst, wo du nicht reingehen sollst. Dreck. Es ist ja sowas für Kacke. Oh, ich muss mich, glaube ich, danach nach einem Mittagsschläfchen machen. Nach dieser wunderschönen Aufnahmesession. So, mach mal einen Sprung. Zidane erledigt mal den. Vivi tut mal sammeln. Du darfst mal dich vergiften lassen. Das freut mich, Quinne. So, und dann darfst du auch drauf haben. Eigentlich wollte ich eigentlich stehlen, aber egal. Zidane! Oder so. Hey Potion, das freut mich, dass ich dieses High Potion E-Tag kriege. Ach, es tut mir so leid. Wo sind denn die beiden Duftbacken hingegangen? Oh. Ich bitte euch, nehmt die Glocke, die unter dem Bett liegt, und geht zum Palast und rettet den König. Ola. Nee. Oder eigentlich ist es scheißegal. Tötet sie. Erfahrungspunkte. Warum wollte ich fliehen? Erfahrungspunkte. Zidane, kill them. Einmal bitte die Goldnadel auf Freya. Wie ist jetzt gibt's schöne? Kann es sein, dass es bei Quinne nicht funktioniert hat? Jetzt hat er mal mehr Schaden gemacht, der Dude. Aua. Oh, ich muss niesen. Allein! Oh, meine Güte. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich glaube, ich werde krank. Meine Güte, Schwertziele habe ich gelernt. Inventar ist voll. Ja, das tut mir leid. Das haben wir gleich. Ja. Und so, das haben wir schon. Ja, wie haben sie seine MP geklaut? Ja. Und greife ich ein Monster an. Protetetat. Jetzt sage ich hier, mich greift ein Monster an. Hab ich doch gesagt! Und Nani Mani, gegen diese gibt's vier Kämpfe und die sind nervig! Oh, aber wenigstens macht Quinn mal Damage. Was macht die der Gips? Ja, vielen Dank. Wie kann nichts ausrichten? Down. Oh.
glaube, sollten wir dann kriegen, bevor Vivi versteinert ist. Ja, ich könnte von denen rein theoretisch lauter Goldnadeln klauen, aber... Freya level uns davon! Gut. Jo, dann gehen wir mal zum König. Wobei ich mich in der Stadt eigentlich nicht regelrecht nicht ganz umgeguckt habe. Das sollte ich eventuell tatsächlich tun. Das werden wir jetzt auch machen. So. Nach links kann ich nicht, okay. Okay, nicht. Gut. Dann war es sich das da oben, das Königreich. Anscheinend. Dann ist das anscheinend schon das Königreich. Kann ich ihn speichern? Nein. Dann habe ich da tatsächlich alles machen müssen. Beide Glocken läuten im Einklang. Die Glocke zerfällt in deiner Hand. In 1000 Stücke! Sieh da an! In dieser Treppe liegt der Königspalast. Doch wenn ich sehe, wie verwüstet die Stadt ist, dann habe ich Angst zu sehen, was uns hinter dieser Stufen erwartet. Aber hier aufzugeben wäre falsch. Wir müssen herausfinden, wer hinter all dem steckt. Ich möchte auch wissen, wer diese Kerle eigentlich sind, die mir so sehr ähneln. Siehst du, selbst unser kleiner Freund ist bereit, der Wahrheit gegenüberzutreten. Wir gehen zusammen, Freya, oder? Wir gehen doch zusammen. Vivi, hast du denn gar keine Angst, mein Lieber? Was dich hinter dieser Treppe erwartet, das könnte womöglich dein Leben für immer verändern. Ja. Womöglich schon, aber ich möchte wissen, was für ein Mensch ich eigentlich bin. Oder ob ich überhaupt ein Mensch bin. Vivi. Was redest du denn da? Du schießt auf jeden Fall wie ein menschliches Kind aus, Schmampf. Da kommt wer. Da ist noch einer. Steckt ihr etwa unter einer Decke mit den Schwarzmagiern? Wir haben mit denen überhaupt nichts am Hut. Hältst du mich für blind? Hinter deinem Rücken ist da etwa keiner von diesen schwarzen... von dieser schwarzen Brut. Ich gehöre nicht zu denen. Ich habe noch nie jemandem was getan. Kann ich das glauben? Du kannst. Oh, Freya? Schon lange her, nicht wahr denn? Lange her? Du machst mir Spaß. Wo um alles in der Welt hast du gesteckt? Doch dafür haben wir jetzt keine Zeit. Die Schwarzmagier sind uns dicht auf den Fersen. Und auch ihr solltet besser vor ihnen verschwinden. Von hier verschwinden. Was dröhlt ihr so? Beeilt euch! Wo befindet sich eigentlich der König? Der König? Den habe ich nicht gesehen. Für mich hat jetzt erstmal meine Familie Vorrang. Freya, vergiss den König. Schaut, dass ihr selbst hier, dass ihr selber lebend rauskommt. Wenn ihr euch mit den Schwarzmagiern anlegt, ist es euer Todesurteil. Meine Nase rinnt immer noch. Für mich hat meine Heimat und mein König Vorrang. Mein Schicksal liegt hinter dieser Stufen, nicht in der Flucht. Auf geht's, Bitches. Bin ich voll geheilt? Nee, bin ich gar nicht. Ich heile mich nochmal sicherheitshalber. So. Dann gebe ich Vivi ein bisschen. So. Gut. Los geht's. Oh nee. Wo kann ich reingehen? Lass uns schnell fliehen! Ich kann nicht mich nicht bewegen. Bringe dich in Sicherheit, bitte. Hör auf, so zu reden. Hast du etwa den Eid vergessen, den wir uns vor Gisama Luke gegeben haben? Wie könnte ich das? Aber alles, was ich mir im Moment wünsche, ist, dass du überlebst. Und ziehe unseren Nachwuchs so auf, dass ich stolz auf ihn sein kann. Nein! Ihr müsst raus aus Bursemia. Schlagt euch nach Blindblum durch. Der Großherzog von Blindblum wird euch sicherlich nicht abweisen.
Aber die Schwarzmagier haben meinen Mann übel zu gericht, er kann sich nicht mehr bewegen. Dann trage ihn Huckepack. Wie sollen wir es denn bis nach Limblum schaffen? Vorsicht! Puh, das war aber haarscharf. Du hast mich gerettet, Mann. Danke. Liebster. Wei, Gar, seid ihr in Ordnung? Ja, gerade noch mal mit dem Leben davon gekommen. Hey, könntest du mich vielleicht stützen? Ich schaff's alleine nicht. Selbstverständlich. Nochmals danke, Freund. Besuch uns doch mal, wenn unser Nachwuchs geboren ist. Geht klar. Freu mich schon drauf. Okay. Da ist auch einer tot. Da komme ich nicht drauf. Und da kommt ein Gegner. Yes. Ist das eine oder zwei? Das sind zwei. Sidan macht echt gut Damage, muss ich schon sagen. Daneben. Soll ich klar mal was von dir? Wow, er hat kritischen Damage gemacht. Und ciao. Na, wow. Freya hat verfehlt. Wen auf Sidan? Aber vorher töte ich dich. Ich muss sagen, Sidan, ich bin auf Sidan echt stolz. Er macht richtig gut Damage. Das hätte ich von ihm nicht gedacht. Vor allem, weil er ja ein Dieb ist, ne? Wenn man darüber nachdenkt, zum Beispiel, wenn ich jetzt, sag ich mal, an Riku denke aus 10, die hat so viel Damage nicht gemacht. Aber gut. Bringen wir mal hier rein. Komme ich nicht weiter. Komme ich nicht rein, okay. Gut zu wissen. So. Eine Phönixfeder. Das da hinten ist sicher wieder so eine Mimiktruhe. War so klar, weil diese falsch herumgestanden ist. Aber kostenlose Erfahrungspunkte, den nehme ich doch gerne mit. Mein Gott, wie lange nehme ich denn schon? Ich nehme schon. Oh Gott, ich nehme voll lang schon auf. Greif du den an und du zerstör mal den da. Ich würde gerne wissen, ob ich von dem was lernen könnte. Och man, wenn ich ihn treffen würde. Hey, Potion geklaut. Den greifen wir mal an. What the fuck? Wieso trifft den Freya nicht? Das sah sehr seltsam aus. Oh, meine Fresse. Überfallen. Was klaust du mir? Eine High Potion? Oh, der klaut mir meine Elixier. Gib mir das zurück. Kill him. Kill him. Now. Ich hoffe, ich kriege meine Elixier wieder zurück. Meine Güte. Das kann doch nicht sein.
So, jetzt 200 Erfahrungspunkte, 200, 200. Yes. Ich frage mich, was dieses AP ist eigentlich schon die ganze Zeit. Ich habe meine Lektion nicht zurückgekriegt. Jetzt habe ich keins mehr, oder? Oh, ich habe eine Elixier, wow. Gut. Gehen wir mal da lang. Ich finde es so geil, jedes Mal, wenn ich rechts gehe, dass sie dann einfach den Raum verlässt. So, was ist hier? Ich würde mich voll freuen, wenn ich... Oh, hallo. Oh, schon jemand da? Hm? Ist mir wohl jemand zuvor gekommen? Na, ja, wenn du schon mal hier bist, willst du mir etwas abkaufen? Ich kann dir was abkaufen? Warte. Habe ich was für Vivi gekriegt? Thank goodness! I got something for Vivi! Ja! Danke. Mognet. Snilskin scheint auf dem Weg zu dir zu sein, Kupo, aber ich weiß es nicht genau, um ehrlich zu sein, aber ich habe ihn noch nie getroffen, Kupo. Wenn du ihn triffst, sag mir bitte, was der so für ein Mogri ist. Gerüchten zufolge soll er ja eine Weltkarte auf dem Rücken haben und er soll lauter seltene Items seiner Tasche mit sich durch die Welt tragen. Stets kenne ich schon ein 1000 Sasa von einem Mogri, Kupo. Nimm das zum Dank, Kupo. Ja, gerne. So, Mogshop. Mistgabel. Was habe ich? Gib mir eine Mistgabel. Die nehme ich gerne. So, davon habe ich zwei. Noch einen dritten, meinetwegen. Ich kann noch einen. Habe ich zweimal. Das brauche ich nicht. Für nichts wieder. Dann habe ich 40. Goldenhahn habe ich. Goldenhahn hätte ich gerne ein paar mehr. Habe ich mir 13 Stück. Und Gegengift passt auch. Habe ich 42. Zelt habe ich auch. Passt. Perfekt. Dann möchte ich mal kurz speichern. Weil wir haben jetzt echt lange nicht mehr gespeichert. So. 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 Dann rüste ich mal meine Characters jetzt aus. Nicht, danke. So. Abilities. Nein, Anliegen tatsächlich. So. Ist auch schon voll. Götterspeise lernen mal. Accessoires, ja. Eigentlich kann ich dir das ja ablegen. Vielleicht kann ja wer was anderes dadurch lernen. So. Götterspeise. Bist mit dem auch schon fertig, ne? Dann weg damit. So. Achso, er lernt dann noch. Achso, er lernt es selber, ja, bitte. Das ist mir Angriff. Ist das einmal. Und dann lernst du mal Insomnia, so.
dann kriegst du keine ganz normal Hallen Lukas lernen. So. So lange das Baumwollkleid, meine Güte.